Captain, sie ist erstklassig. Enttäuschung, Infiltration, Exfiltration. Spezialeinheit. Aiden Versio. Inferno-Trupp. Commander Versio. Wo ist hier, was? Schauen Sie mich an. Wir zwei sollten reden. Deshalb bin ich hier. Sie haben den Aktivierungscode und ich kann Ihnen vielleicht helfen. Also her mit dem Code. Wir könnten jemanden wie Sie wirklich brauchen. Eine Hand wäscht die andere. Es ist ganz einfach. Ich kriege am Ende sowieso, was ich will. Meine besten Techniker hacken gerade ihren Druiden, also... Mein Angebot steht. Ich will nur den Code. Es ist Zeit fürs Imperium. Gehen Sie nicht mit ihm unter. Sie haben recht. Die Zeit des Imperiums ist gekommen. Die Zeit des Imperiums ist gekommen und damit herzlich willkommen zu Let's Play VZ 626 Star Wars Battlefront 2. VZ 626. Was haben wir hier? Einen taktischen Droiden ID-10. Du bist viel moderner als der ID-9. Dich zu hacken wird nicht einfach. Ich rate eher zu weniger invasiven Schritten. Nur leider haben wir den Zugangscode des Droiden nicht. Ich rate Ihnen dazu, den Code zu beschaffen. Daran arbeitet der Captain im Zellentrakt. Bis dahin kommen wir nur an die Daten des Droiden, wenn wir seinen Speicherkern aus ihm rausholen. Laut Analyse wurde dieser ID-10 mit einem Elektrostupser modifiziert. Der nichts tut, solange der Droide deaktiviert ist. Als er den Zugangscode hört, unternimmt der ID-10 gar nichts. Lass mich einfach in Ruhe arbeiten. Verstanden. Ich werde schweigen, bis Sie diese taktische ID-10-Einheit fertig zerlegt haben. Na, das ist aber nett von dem C3PO Verschnitt und jetzt haben wir hier einen Elektroschock parat. Ich bin übrigens der Sarazar und schock den Jungen jetzt mal. Entschuldigung. Die 10 wurde anscheinend ferngesteuert aktiviert. Droide, führe den Plan durch. Hol die Schiffspläne aus ihren Computern und komm dann zu mir. Den Commander finden. Das sollen Achtung, wir tun? Feindlicher Droide läuft frei herum. Brauche sofort Verstärkung. Das würde ich sagen, wenn mich jemand hören könnte, was nicht der Fall ist. Sehr gut erkannt. Ich muss wirklich sagen, dass ich dich nicht mag. Gar nicht. Na toll, haben wir schon den ersten Hater kassiert, war ja klar. Und wir spielen jetzt auf jeden Fall die Singleplayer-Kampagne von Star Wars Battlefront 2. Die gibt's jetzt sozusagen erstmalig bei den neuen Star Wars Battlefront-Teilen. Und wir schlagen uns auf die Seite des Imperiums. Doch dazu gleich mehr. Erstmal hier hacken und so. Scan. Nichts Besonderes scheint da zu sein. Ich bin ja auch ein riesen Star Wars Fan, wie die meisten von euch wissen. Und habe mich riesig auf das Spiel hier gefreut. Vor allem, dass es jetzt endlich mal eine Story gibt dazu. Und die soll ziemlich cool sein. Aha, kennen wir doch die junge Frau. Komm über das Lüftungssystem zu mir. Eden, komm über das Lüftungssystem zu mir. Und wen haben wir denn hier noch? Wir sind aber ganz entspannt unterwegs. Da oben müssen wir lang. Ich wollte das hier aber gerne auch nochmal hacken. Mal gucken, was es hier zu sehen gibt. Bitte aufhören. Entschuldige bitte. Ne, der regt sich auf hier. Ein rechtschaffener Druide, der da neben uns liegt. Hat irgendwie keine Beine mehr. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. So, haben wir mal einen Überblick über die Anlage. Die scheint ziemlich groß zu sein. Wo unsere Heldin hier scheinbar gefangen ist. Also ziehen wir weiter durch den Lüftungsschacht. Ich spiele das Game übrigens auf dem PC und auch zum ersten Mal.
Und über Origin Access kann man jetzt schon spielen, mit Early Access quasi. Du machst mir so viel Sorgen. Wirklich? Weißt du, wer in unserem Zellenblock sitzt? Jemand Wichtiges vom Imperium. Spezialeinheit. Ganz genau. Was ist das? Oh oh. Die Lüftung schon wieder. Nur die Lüftung. Warum bauen Sie dann den neuen Todesstern auf? Heiliger, was ist das denn? Wir reden gerade über den neuen Todesstern und so weiter. Ich warte jetzt nochmal. Ah, da müssen wir uns ganz schnell durchmanövrieren, will ich mal behaupten. Und zack. Hier kommen wir raus. Oberkommando fordert Bericht über abgefangene imperiale Nachricht. Ja, die Grafik ist schon richtig, richtig nice. Wir brauchen jede Information über den Angriff des Todessterns auf Endor. Endlich mal wieder ein cooles Star Wars Game. Kommen wir da irgendwie rein? Guck mal, die sehen uns gar nicht. Was machen die denn da? An den Schaltern sind da rumhappeln. Okay, dann wollen wir uns da mal reinbewegen. Müssen wir uns jetzt wahrscheinlich vorbei manövrieren. Tarnung. Die Ortungsanzeige stellt die wachsende Aufmerksamkeit der Rebellen für deine Anwesenheit dar. Wenn sie aufleuchtet, sind sie alarmiert. Hey, wie läuft es mit der Entschlüsselung? Das Oberkommando erwartet Ergebnisse vor Endor. Ich geb's weiter. Die Rebellen haben immer diese krass komischen Helme, finde ich. Ich muss ja sagen, dass ich die imperialen Truppen cooler finde. Die sehen immer besser aus. Oh. Wie seht ihr das? Seid ihr eher für die imperialen Truppen oder die Rebellen? Zumindest vom Look her. Es geht nicht um das Prinzip böse und gut, sondern einfach nur den Look. Oh oh, das sind echt verdammt viele. Hat der uns gerade gesehen? Der ist da so zusammengezuckt. Hey, der kann uns doch gar nicht gesehen haben. Oh oh. Ich glaube, der kommt gucken. Dreh dich jetzt nicht zu uns um. Nicht zu uns umdrehen. Huiuiuiui. Wir waren nur ein Gegenstand. Habt ihr gesehen? Es war aber haarscharf. So, die muss mal irgendwo anders hinlatschen, die junge Dame. Dann könnten wir uns da vielleicht vorbei manövrieren. Wir müssen da oben zu dem Lüftungsschacht. Oh, Entschuldigung. Kopf gestoßen. Knappe Geschichte. Huch. Wir haben den neuen Todesstern entdeckt. Ja, hier lieber nicht grillen lassen bei den Elektroteilen. Könnte böse enden. Okay. Das scheint der Weg zu sein. Boah, die Akustik ist so komisch. Weil die Droide sind. Boah, wie geil das aussieht. Scan. Okay, da sehen wir einen Feind. Boah, einige. Bitte Sicherheitsprotokolle befolgen. Abriegelung. Du musst sie an einem der Terminals deaktivieren. Melde dich, wenn du fertig bist. Wie sieht's aus? Du hattest recht. Die Energiekopplung der Ionenkanone ist hinüber. Hier ist gefährlich. Wir müssen sofort einen Techniker herholen. Mal gucken, ob wir da an der Seite langkommen irgendwie. Oh, oh, der kommt besuchen. Hier an dem jetzt vorbei. Da ist doch das Gerät, wo wir hin müssen. Zack. Und schon sind wir da. Ziemlich gut getarnt, dieser Druide auch. Zu mir. Es ist Zeit.
Oh oh, und er muss jetzt mal weggehen da vorne, denn da müssen wir jetzt zufälligerweise vorbei. Wie könnten wir den denn ablenken, damit er da weggeht? Er steht jetzt da nur so dämlich rum. Okay, vorsichtig. Jetzt geht er da runter. Den jetzt unten lang durch. Sehr schön, jetzt vorsichtig. Und jetzt kommen wir da nach oben irgendwo. Hier, Lüftungsschacht. Wie praktisch. Okay. Rein. Jetzt holen wir unsere Herrin da raus. Das Spiel ist auf jeden Fall für einige Überraschungen gut, habe ich mir sagen lassen. Machen wir nochmal einen Scan hier. Komm runter. Perfekt. Gutes Timing. Gehen wir. Agent Husk, hören Sie mich? Laut und deutlich, Commander Versio. Genau zur richtigen Zeit. Bin unterwegs zur Kommunikationszentrale. Verstanden. Sobald die gestohlene imperiale Nachricht zerstört ist, fordere ich die Exfiltration an. Perfekt. Toi. Hey, genug jetzt. Du bleibst da drin, suchst nach Ende. Dann überlegen wir uns, was wir mit dir machen. Also bis dahin, setz dich und sei ruhig. Oh, verdammt. Shit. Habe ich direkt mal verfehlt. Ich habe doch die mittlere Maustaste gedrückt. Okay, probieren wir es. So, danke schön. Haben wir jetzt einen Knarre? Warnen Ihre Bellen, dass Sie gefangen werden wollten? Nicht mal im Traum. Naja, das ist ja ziemlich unkonventionell. Wir hätten Ihr Schiff einfach sprengen sollen. Zu auffällig. Damit das hier klappt, müssen wir subtil vorgehen. Ich verstehe, Commander. Los! Wir haben keine Waffe, immer noch nicht. Konnte die irgendwie nicht aufnehmen. Hier spricht Admiral Akbar. Ich rufe die Invincible Faith. Sie wissen mittlerweile von dem Signal, das Allianzschiffe ins Galan-System leitet. Dadurch lenken wir die Aufmerksamkeit des Imperiums von Sanost ab. Wir sammeln die Flotte zur Vorbereitung unseres Angriffs auf Mentor. Kommen Sie mit. Wir brauchen jedes Schiff für einen entscheidenden Schlag gegen das Imperium. Die Rebellen glauben immer noch, wir haben keine Ahnung von der Sullis-Sache. Sie wissen nicht, was sie auf Endor erwartet. So muss es auch bleiben. Wenn die Rebellen die Nachricht entschlüsseln, bevor ich sie lösche, ist alles verloren. Okay, hier gibt's nichts Besonderes. Jetzt können wir uns hier eine Waffe beschaffen. Na, immerhin. Ja, und jetzt können wir hier zwischen Ego und Third Person wechseln. Mega cool. Ich weiß nicht, welche Steuerung bzw. welche Ansicht präferiert ihr denn? Seid ihr mehr so die Ego-Spieler oder eher in der dritten Person? Ich mag beides. Und wenn man es gedrückt hält, kann man hier rein. Aber wir spielen jetzt mal Ego, weil wir ja schon den Charakter jetzt mal gesehen haben. Ich finde, man kann sich immer ein bisschen besser mit dem Charakter selber identifizieren. Ich glaube, eine spielerische große Rolle spielt es nicht. Großen Unterschied zumindest. Es ist soweit. Wir fliegen nach Talos und stoßen zum Rest der Flotte. Die Koordinaten vom Captain Center. Bereit für den Hyperantrieb vor. So, jetzt üben wir das nochmal. So bei einem Kampf aus dem Weg gehen vielleicht. Ich weiß noch nicht, wie schwer die Gegner hier sind. Den können wir auch noch von hinten umnatzen jetzt. Es geht keiner mit. Sehr schöner Move. Sollen wir die anderen auch noch umnatzen? Nee, müssen wir nicht. Komm, wir gehen hier weiter. Oh, sie haben mich gesehen, verdammt. Sie haben mich gesehen.
Ist er down? Ja. Headshot wird doch hier. Ziemlich cool. Gefällt mir sehr gut. Okay, jetzt spiele ich mal für eure Ego-Shooter-Fetischisten. Spielen wir jetzt mal eine Ego-Perspektive. Wir machen sie jetzt platt. Genug mit Leid gehabt. Zack. Agent Hask, ich bin bei der Kommunikationszentrale. Das Löschen der Nachricht wird einen Alarm auslösen. Bereit machen zur Exfiltration. Verstanden. Zuckelt immer kurz, wenn er das neue Gebiet reinlädt. So minimal, auf einmal ganz kurzer Stopp und dann ist es wieder los. Daran werde ich sicherlich noch arbeiten. Ich habe aber auch im Moment so viel aufgenommen. Irgendwie spinnt mein OBS manchmal ein bisschen zwischendurch heute. Aber macht ja nichts. So, hier spazieren wir auch mal rein. Ich muss sagen, bisher echt ein guter Eindruck, das Game. Verschlüsselte Infos gefunden. Und ich bin schon gespannt, gerade weil man auf der imperialen Seite spielt, ist es mal was Neues. Löschung erfolgt. Die Rebellen werden nichts finden. Achtung! Ein imperialer Häftling ist geflohen. Die sexuell gefährdet. Agent Hask, es wird Zeit. Beginne Vorbereitung. Ich nehme einen Blaster und gehe zum Exfiltrationspunkt. Bin unterwegs. Corvus auch. Die Luftschleuse des MC-80 erreichen. Bam, 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 bam. Komm, Köpfchen einziehen. Zack. Laser zwischen die Augen. Das hat nicht gut getan. Wow. Du Drecksack. Ja, Mann, mega. Das macht richtig Laune wieder. So ein cooler Star Wars Shooter. Und das mit Story, den feier ich richtig. Und ich hoffe, euch gefällt das mindestens genauso gut wie mir. Zack, zack. Es kann übrigens sein, im Moment da, ui. Dass ich noch versuche, so viele Folgen wie möglich auszuhauen. Und das sollte sogar noch eine Folge kommen. Kann gut sein, wenn nicht, dann aber morgen. Also es lohnt sich auch, falls ihr keine Folge verpassen wollt, diesen Kanal zu abonnieren, falls ihr das nicht schon längst getan habt. So. Hier kommen wir nicht lang, okay. Da unten sind jede Menge Feinde, müssen wir ein bisschen aufpassen. Dong, dong. Oh, miese Aktion. Richtig miese Aktion. Okay, was ist das hier? Alter Finne, da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht daneben stehen, wenn so ein Ding mal explodiert. Was haben wir da Schönes in der Kiste? Scheinbar gibt es hier auch ein paar Items zu finden. Überprüfe Fortschritt und Meilensteine waren das gut. Wir müssen jetzt aber leider hier runter. Das heißt, wir müssen uns mit denen da unten einlegen. Ich sehe nichts. Aber das hat trotzdem nicht gewirkt bei denen. So, mal richtig fresh unterwegs sind wir nicht mehr. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Kommen wir hier rüber. Komm schon. Nur ein Profi. Hier müssen wir jetzt runtergehen, oder was? Hier vielleicht. Es müssen noch hier ein paar Türen aufgehen. Ah, da vorne kann ich nur runter. Dass ich nicht hier drüber springen kann. Müsste so ein Charakter wie so unsere imperialistische Spezialagentin noch locker schaffen. Luftruide. Doch Vorsicht, hinten könnte noch einer sein, der uns da irgendwie ärgern will. Ja, nicht nur einer. Türkontrollfelder. Schieß auf Kontrollfelder, um Türen zu öffnen oder zu schließen. Okay. Dann probieren wir es jetzt gleich mal direkt, wenn die jetzt angerannt kommen. Tschüss. Hat geklappt. Na, macht schon richtig Bock, ey. Let's go. So, die zwei, mit denen haben wir kurz einen Prozess gemacht. Und jetzt irgendwie raus ist diese Anlage. Okay, sind aber noch viele.
Wir spielen übrigens auf den Schwierigkeitsgrad Soldat. Das ist der mittlere Schwierigkeitsgrad, falls ihr euch dafür interessiert. Uiuiuiuiui, komm schon, irgendwie müssen wir doch hier rauskommen. Wir verteilen einen Headshot nach dem anderen gerade. Okay, jetzt nichts Besonderes, wollen wir mal den Gang auch nochmal abchecken. Der sah ja aus wie der eine, der uns checken wollte. So, jetzt nochmal hier. Third Person, dritte Person für die Leute, die das präferieren. Man kann ja auch noch switchen. Links, rechts habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Ich muss sagen, ich komme eher lieber von der Seite. Sagt mir irgendwie mehr zu. Boah, wie das dampft, ne? Wenn man so einen Laser in den Schädel gebrummt bekommt, ist halt auch alles andere als entspannt. So, hier geht's nicht weiter. Okay. Da muss da irgendwo noch ein Gang sein. Oder irgendeine Konsole, die wir betätigen können, damit da irgendwas aufgeht. Ah, hier vorne. Okay. Verdammte Axt. Aber viele. Oh, der ist ein bisschen besser ausgestattet. Bringt ihm aber auch nichts. Okay, schnell hier rein. Vorsicht, können überall von hinten kommen. Aber wir legen gutes Tempo an den Tag, muss ich ja mal betonen. Die Story soll übrigens auf jeden Fall über einige Folgen gehen. Also es wird schon ziemlich lustig, glaube ich. Und es soll auch sehr spannend sein. Oh Gott, es klemmt da irgendwas. Wir müssen durchhalten. Verdammt, was war das? Okay, wir haben sie alle erledigt. Schnell weiter. Bevor wir nachher noch größere Probleme bekommen. Okay, von hinten, von hinten. Die Reinigung. Bin in Position. Verstanden, Commander. Leite Exfiltration ein. 3, 2, 1. Da an Deck. Rühren. Mission erfolgreich, Commander. Und ohne Verluste. Sie sind also immer noch die Nummer 2. Oh, das eilt nicht. Ich kann warten. Agent Miko, die Sprungberechnungen waren perfekt. Danke, Ma'am. Ich hoffe, die Landung war erträglich. Hatte schon Schlimmeres. Weißt du noch den Jarvis-Angriff? Das verfolgt mich immer noch. Kontaktiert den Admiral. Ja, Commander. Und die Nachricht? Die Position der Flotte ist sicher. Heute stirbt die Rebellion. Oh oh, dann stirbt die Rebellion. Harte Worte. Und das war's von dieser Folge von Star Wars Battlefront 2. Schaut doch mal in der Playlist oder auf dem Channel vorbei. Da gibt's noch viel mehr. The Empire's time has come. This is not our mission. I am your commander. Stand down. Take orders from me!